Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Livestream von Deutschlernen mit Max. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist, denn heute wird gefeiert. Wir machen heute Party, 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 Party. Denn das Thema heute ist, wie feiern eigentlich die Deutschen? Wie feiern die Deutschen eigentlich? Und was feiern die Deutschen überhaupt? Was gibt es überhaupt für Feste? Das besprechen wir heute. Ich erkläre dir die beliebtesten Feste in Deutschland und ich spreche auch über einige Traditionen und Bräuche und Rituale in Deutschland, wie man eigentlich feiert. Und es gibt wirklich, wirklich viele Feiertage in Deutschland. Du kennst das bestimmt auch schon von meinen Videos bei YouTube. Zum Beispiel haben wir das Osterfest. Und an Ostern gibt es natürlich auch immer einen Feiertag, der Ostermontag zum Beispiel. Eigentlich muss man ja am Montag arbeiten, aber an Ostern hat man frei. Man muss also nicht arbeiten. Oder zum Beispiel auch an Weihnachten. Da gibt es den ersten Weihnachtsfeiertag und den zweiten Weihnachtsfeiertag. Auch da muss man nicht arbeiten. Also du weißt, in Deutschland gibt es super viele Feiertage. Und das Lustige daran ist, dass man an diesen Tagen gar nicht feiert. Also die Feiertage sind keine Tage, an denen man eine große Party macht oder an denen man großartig feiert. In Deutschland ist es so, dass die Feiertage im Prinzip nur Tage sind, an denen man nicht arbeiten geht. Feiertage sind also Tage, an denen man frei hat. Also das kannst du dir gut merken. An Feiertagen hat man frei. Komm, wir sprechen das gleich mal zusammen. 3, 2, 1. An Feiertagen hat man frei. An Feiertagen hat man frei. Man hat frei. Also das bedeutet, man muss nicht arbeiten gehen. Ja, genau. Und jetzt sehe ich schon, im Chat sind schon wieder die ersten Deutschlerner mit dabei. Super. Hallo Graham und hallo Elena. Super, schön euch zu sehen. Richtig, richtig toll. Und ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was ihr auch vielleicht schon für Feiertage kennt. Kennt ihr denn schon deutsche Feiertage? Oder habt ihr vielleicht auch schon mal mitbekommen, wie die Deutschen feiern? Wisst ihr vielleicht schon, wie man in Deutschland Weihnachten feiert? Oder wie man zum Beispiel in Deutschland Silvester feiert? Silvester, das Fest mit den Raketen und dem Feuerwerk und diesen ganzen schönen, bunten, hellen Lichtern. Ja, also wenn ihr schon mal ein Fest in Deutschland gefeiert habt, dann schreibt das ruhig in die Kommentare. Und zum Beispiel ist es ja auch so, dass man Silvester und auch Weihnachten feiert man ja überall auf der Welt. Also egal, wo du auf der Welt bist, überall feiert man diese Feste.
Aber in jedem Land feiert man auch ein bisschen anders. Also das Feiern ist ein bisschen unterschiedlich. Ja, und deshalb möchte ich dir heute erklären, wie man in Deutschland eigentlich feiert. Und ich möchte gleich mal starten mit einem absoluten Standardfest, nämlich das Weihnachtsfest. Du weißt, Weihnachten ist jedes Jahr am 24. Dezember. Komm, wir sprechen das gleich mal zusammen. 3, 2, 1. Weihnachten ist am 24. Dezember. Weihnachten ist am 24. Dezember. Genau. Ja, du kannst auch sagen, Weihnachten ist am 24.12. Also Weihnachten ist am 24.12. Du kannst sagen Dezember oder du sagst einfach die Zahl des Monats, der 12. Monat. Ja, und an Weihnachten, da ist es in Deutschland so, dass man immer mit der Familie feiert. Also Weihnachten ist so ein richtiges Familienfest in Deutschland. Und in Deutschland gibt es dann natürlich den berühmten Weihnachtsbaum. Der Weihnachtsbaum, das ist üblicherweise ein Tannenbaum. Ein Tannenbaum. Also die Art des Baumes ist eine Tanne. Eine Tanne. Ein Tannenbaum. Ein Tannenbaum. Und den kennst du natürlich. Die Tanne ist immer so spitz nach oben zu und hat eigentlich genauso eine Farbe wie mein T-Shirt heute. Also das passt schon mal sehr gut. Und Achin ist auch am Start. Ich grüße dich. Hallo Achin, schön, dass du da bist. Und Mattab ist auch da. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Genau, und Achin, du sagst, Weihnachten ist am 25. Dezember. Ja, das stimmt natürlich auch, aber nicht in Deutschland. In Deutschland ist Weihnachten am 24. Dezember und man kann auch sagen, dass der Weihnachtsabend, also zum Beispiel der Abend, an dem man Weihnachten feiert, der ist am 24. Aber natürlich, das Weihnachtsfest ist auch noch am 25. und auch noch am 26.12. Genau. Und zum Beispiel in Amerika weiß ich, da ist Weihnachten auch am 25. Ich glaube, da ist es so, dass man Weihnachten gar nicht am Abend feiert, sondern am Morgen. Dass man morgens aufsteht und die Geschenke auspackt zum Beispiel. Wenn ihr das wisst, könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben. Oder vielleicht auch, wenn ihr aus Russland kommt oder aus dem Iran, dann könnt ihr auch mal sagen, wie man bei euch Weihnachten feiert. Das würde mich echt total interessieren. Und ja, ich sage mal, Weihnachten ist eher so ein Familienfest. Weihnachten ist ein Familienfest. Man feiert Weihnachten mit der Familie und ich würde sagen, es ist jetzt nicht so eine fette Party. Ja, das ist übrigens ein Ausdruck in Deutschland, den man sagen kann, eine fette Party. Das bedeutet dann so viel wie, das ist eine mega krasse, coole Party. Eine fette Party. Lass uns das mal zusammen sagen. Wir sagen einfach, heute feiern wir eine fette Party. Okay? 3, 2, 1.
Heute feiern wir eine fette Party. Heute feiern wir eine fette Party. Genau, eine fette Party. Also das ist richtige Insidersprache. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen Jugendsprache. Die Jugendlichen würden sagen, wir feiern eine fette Party. Genau. Und ich sage mal, diese fetten Partys feiert man in Deutschland nicht an diesen klassischen Festen wie Weihnachten oder Ostern, sondern diese wirklich fetten Partys, die feiert man eigentlich eher zum Beispiel an einem Geburtstag. An einem Geburtstag, wenn man Geburtstag hat. Und bei der Frage kommt mir gerade noch ein Einfall. Sagt mal, wann habt ihr denn eigentlich Geburtstag? Wann habt ihr Geburtstag? Schreibt mal euer Geburtsdatum in die Kommentare. Das würde mich echt mal interessieren. Ja, und jetzt sehe ich gerade noch mal, Adriana ist auch da. Hallo Adriana, schön dich zu sehen. Und Elena sagt, in Russland feiert man am 6.1. und 7.1. Ja, genau, das meine ich ja. Es ist teilweise echt ein bisschen verschieden. Und Elena, du kannst ja auch mal sagen, mit welcher Tradition man in Russland feiert. Wie feiert man in Russland eigentlich Weihnachten? Was gibt es da für Bräuche oder für Rituale? Ja, und genau, und wir waren jetzt bei den fetten Partys. Ihr sagt mir, wann ihr Geburtstag habt. Ich habe übrigens im August Geburtstag. Ich bin ein Augustkind, ein Sommerkind sozusagen. Und bald ist es ja wieder soweit. Und vor allem, wenn man einen runden Geburtstag feiert, also ein runder Geburtstag, so nennt man das in Deutschland, das ist ein Jubiläum, ein Jubiläum. Also wenn man eine Null hinter der Zahl hat, zum Beispiel wenn man 30 geworden ist oder 40 oder 50, das ist ein Jubiläum. Und zu einem Jubiläum, da feiert man eine richtig fette Party. Du kannst auch sagen, eine Jubiläumsparty. Eine Jubiläumsparty. Wir können mal zusammen sagen, bei einem Jubiläum feiert man eine fette Party. 3, 2, 1. Bei einem Jubiläum feiert man eine fette Party. Bei einem Jubiläum feiert man eine fette Party. Genau. Ja, und wie feiert man dann eigentlich so eine fette Party? Naja, ganz klar. Man lädt erstmal einen Haufen Leute ein. Also viele, viele, viele Leute. Viele Freunde. Und dann gibt es auf jeden Fall jede Menge Alkohol. Du weißt, in Deutschland ist Alkohol erlaubt. Man kann Alkohol trinken ohne Ende. Also trinken, trinken, trinken. Und ich weiß, in anderen Ländern ist das leider verboten. Da gibt es keinen Alkohol oder es gibt Alkohol, aber man darf ihn nicht trinken oder man darf ihn nur heimlich trinken. Ja, und in Deutschland würde ich sagen, gibt es eigentlich auf jeder Party Alkohol. Ja, und was trinken die Deutschen dann auf so einer Party eigentlich für Alkohol? Ja, natürlich das Lieblingsgetränk, Lieblingsalkohol Nummer 1 der Deutschen, das Bier. Das Bier, na Logo, das Bier trinken die Deutschen gerne.
Zum Beispiel ein Becks oder auch ein Budweiser oder ein Warsteiner. Ja, kennt ihr eigentlich noch weitere deutsche Biersorten? Schreibt die ruhig mal in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren. Und genau, Achim sagt, man kann in Öffentlichkeit kein Alkohol trinken. Ja, genau, das ist es. In Deutschland ist das ganz anders. Da kannst du in der Öffentlichkeit ein Bier trinken. Du kannst auch in der Öffentlichkeit einen Schnaps trinken oder einen Wodka trinken. Das ist vollkommen okay. Ja, genau. Und Ahmed ist auch da. Salam alaikum. Schön, dass du da bist. Und ja, genau. Also es ist wirklich so, dass in Deutschland der Alkohol ein absoluter Favorit ist. Die Deutschen kaufen gerne Alkohol und auch im Supermarkt gibt es dann Alkohol. Und bei einer Party kauft man vor allem einen sogenannten Kasten Bier. Ein Kasten Bier. So nennt man das. Ein Kasten Bier oder ein Bierkasten. Ein Kasten ist ein anderes Wort für eine Box, sozusagen eine Bierbox. Ich schreibe dir das mal in die Kommentare. Kasten, der Kasten. Das ist ein anderes Wort für Box. Und in diesem Kasten sind viele Flaschen Bier. Ja, also da sind dann mit einmal vielleicht 20 Flaschen Bier drin. Und zum Geburtstag kauft man dann mehrere von diesen Kästen. Und dann kann sich jeder Gast auf der Geburtstagsfeier ein Bier aus dem Kasten nehmen und trinken. Genau. Und es gibt natürlich auch noch Cocktails, klar, Cocktails, die Cocktails. Und natürlich, ganz, ganz wichtig, wenn man in Deutschland etwas feiert, dann feiert man mit einem Sekt, mit einem Sekt, ein Sekt. Sekt ist so ungefähr wie Champagner, Champagner. Champagne kennst du vielleicht. Und Hasea ist auch da. Merhaba, schön, dass du da bist. Super. Und genau, Sekt ist ganz, ganz wichtig in Deutschland. Also zum Beispiel gibt es einen ganz, ganz berühmten Sekt. Und dieser Sekt heißt wie ein berühmtes deutsches Märchen. Ein Märchen. Und ihr müsst raten, wie das Märchen heißt. Wie heißt das Märchen? Ich hole ganz kurz mal Strom für den Computer, ansonsten ist der Livestream gleich vorbei. Und ihr überlegt, wie das Märchen heißt. Das berühmte deutsche Märchen. Bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder. So, gucken wir mal hier. Wunderbar. Ja, und ich schau mal. Oh, das schöne Ägypten sehe ich hier. Mohammed, super, schön, dass du da bist. Mann, ich habe dich lange schon nicht mehr gesehen. Super, ich freue mich riesig. Salam alaikum, Mohammed. Also, wenn ihr Arabisch lernen wollt, dann auf jeden Fall mit Mohammed von dem Kanal Das schöne Ägypten. Das ist wirklich ein richtig cooler Channel. Und ja, super, super. Und ich sehe gerade, ich kenne das, weißt du auch, genau, ich weiß genau, was du meinst, Mohammed. Und zwar ist das auch noch ein Fest in Deutschland. Das verrate ich aber später. Das berühmte Fest in Köln. Das kommt noch. Genau. Und ja, genau. Es gibt aber zum Beispiel auch verschiedene,
Ah, ich sehe schon, wir hatten das Märchen. Und zwar, dieses Märchen, was ich meine, heißt Rotkäppchen. Rotkäppchen. Und so heißt auch der berühmte deutsche Sekt. Wenn in Deutschland gefeiert wird, dann trinkt man gerne den Rotkäppchen-Sekt. Der Rotkäppchen-Sekt. Ja, genau. Aber es gibt auch natürlich viele weitere Dinge, die man trinken kann. In Deutschland wird es momentan immer populärer, gar nicht so viel Alkohol zu trinken, sondern eher Getränke, die nicht alkoholisch sind. Man nennt das dann ein alkoholfreies Bier zum Beispiel. Das ist dann ein Bier ohne Alkohol. Sozusagen ein Bier, das frei ist von Alkohol. Also ein alkoholfreies Bier. Komm, wir sprechen das auch mal zusammen. Ein Bier ohne Alkohol ist ein alkoholfreies Bier. Ein Bier ohne Alkohol ist ein alkoholfreies Bier. Genau, ja. Und ja, also du siehst schon, das ist auf jeden Fall in Deutschland immer ein Muss, wenn man feiert, auch für die Getränke zu sorgen. Also viel zu trinken zu haben und natürlich auch Musik. Und wenn die Deutschen Party machen, dann gibt es auch Partymusik in Deutschland. Richtige Partymusik. Und vielleicht kennst du das auch. Wenn die Deutschen Party machen und wenn die Deutschen Musik hören, dann ist das immer ein ganz bestimmter Rhythmus. Die Deutschen klatschen dann immer. Und zwar, sie klatschen zur Musik immer so hier. Bam, 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 bam. Genau so. Also ganz einfach. Sie klatschen immer so. Und dann singen sie immer. Heute ist eine Party. Oh. Oh. Ja, und so eine Musik hören dann die Deutschen. Und wenn das dann in Kombination ist mit Alkohol, also Musik plus Alkohol, dann drehen die Deutschen völlig ab. Dann sind die Deutschen total crazy. Dann gibt es einfach nur noch Party, Party, Party. Ja, genau, so ist das bei den Deutschen. Und genau. Und ja, also vielleicht kennst du auch die deutsche Musik Schlager. Schlager. Schlager ist eine Musikrichtung, die sehr, sehr beliebt ist in Deutschland. Und berühmte Schlagersänger sind zum Beispiel Helene Fischer oder auch Roland Kaiser. Roland Kaiser. Die beiden haben übrigens auch einen lustigen Namen. Fischer ist derjenige, die Person, die angelt. Weißt du, angeln, Fische fangen. Wenn man einen Fisch angelt, dann ist man ein Fischer. Also Helene Fischer. Und dann auch der Name Roland Kaiser. Kaiser, stell dir eine Krone vor als Kaiser. Du weißt, die deutschen Namen, vor allem die deutschen Nachnamen, sind sehr lustig. Ich habe dazu auch ein Video gemacht. Ich verlinke dir das Video später auch mal hier oben in der Infocard. Ja, also so ist das. Die Deutschen, wenn sie feiern, dann trinken sie Alkohol oder auch kein Alkohol, je nachdem, aber viele Deutsche trinken gerne Alkohol und sie hören auch Musik.
Sie hören Schlager oder sie hören Musik, die ihnen gute Laune macht. Also Musik, zu der sie tanzen können und Musik, wo sie glücklich sind und gut drauf sind. Ja, genau, so ist das. Und ja, also das ist einfach nur richtig, richtig schön. Und also ich würde sagen, so eine Geburtstagsparty, die muss man in Deutschland unbedingt mal erlebt haben. Ja, also vor allem ein Jubiläum, eine Jubiläumsparty ist in Deutschland echt ein richtiges, richtiges Highlight. Ja, und wie ist es eigentlich bei euch? Wie feiert ihr euren Geburtstag? Schreibt doch einfach mal, vielleicht auf Deutsch, in die Kommentare, wie ihr euren Geburtstag feiert. Feiert ihr überhaupt euren Geburtstag? Oder sagt ihr, ich feiere meinen Geburtstag eigentlich gar nicht, sondern ich bin vielleicht eher so ein bisschen, ja, schüchtern und ich mache dann vielleicht an dem Tag lieber etwas Schönes. Vielleicht ein Ausflug oder vielleicht machst du einen Trip. Ich kenne das auch. Ich kenne auch Personen, die verreisen, die machen eine Reise zu ihrem Geburtstag. Die fliegen dann in ein anderes Land und relaxen ein bisschen. Ja, und dann komme ich jetzt zu dem Fest, das Mohammed meint. Nämlich ist das ein Fest in Köln. Ein ganz, ganz besonderes Fest in Köln. Nämlich ist das ein Fest, wo man sich verkleidet. Also verkleiden bedeutet, man zieht ein Kostüm an. Ein Kostüm. Also verkleiden kommt von dem Wort Kleidung. Kleidung kennst du. Kleidung sind Klamotten. Aber wenn man sich verkleidet, also verkleiden, dann hat man zum Beispiel eine Perücke auf oder man hat Schminke, man schminkt sich oder man hat eine coole Jacke an. Und du kennst dieses Wort bestimmt. Und zwar ist das der berühmte Karneval. Der Karneval. Genau, Karneval. Man sagt auch Fasching. Fasching. Genau. Und dieser Karneval ist ein ganz besonderes Fest in Deutschland. Und vor allem in Köln. Also Köln, die berühmte Stadt mit dem großen Kölner Dom. Der Kölner Dom, vielleicht kennst du den, eine große Kirche, eine große Kathedrale, der Kölner Dom. Und genau, und da in dieser Stadt in Köln ist immer der große Karneval, der Karneval. Und Karneval ist ein Wort, vielleicht kennst du auch den Karneval in Rio. Karneval in Rio de Janeiro. Und da gibt es ja auch immer Musik und die Leute feiern und die Leute trommeln und tanzen und machen Party ohne Ende. Und so ist das auch bei dem Karneval in Köln. Und der Karneval in Köln beginnt immer am 11.11. Also die Zahl 11. 19, 11, 11, 11. Und der 11. 11. ist der 11. November. Der 11. November. Also der Karneval in Köln beginnt am 11. November oder am 11. 11. Komm, wir sprechen das mal zusammen. 3, 2, 1. Der Karneval in Köln beginnt am 11.11.
Der Karneval in Köln beginnt am 11.11. Genau. Du kannst dir das auch gut merken. Du kannst dir merken, den Anfangsbuchstaben von dem Wort Karneval, das K, und der Anfangsbuchstabe von der Stadt Köln, auch ein K. Also KK, Karneval Köln, Karneval Köln. Genau, Karneval Köln. Und dann weißt du, der Karneval ist ja in Köln. Und am 11.11., dieses Datum kannst du dir gut merken. Und jetzt noch ein Geheimnis. Der 11.11., das ist ja eine ganz besondere Zahl, weil man hat im Prinzip viermal die Zahl 1. 1, 1 ist die 11 und nochmal 1, 1 ist noch eine 11, 11, 11. Und diese Zahl nennt man Schnapszahl. Eine Schnapszahl. Und da hörst du schon, dass die Deutschen gerne mal Alkohol trinken, weil nämlich ein Schnaps ist ein typisches Alkoholgetränk in Deutschland. Also ein Schnaps ist Alkohol. Und eine Schnapszahl ist immer eine Zahl, die man auch verdrehen kann. Also eine 1-1 oder eine 2-2 oder eine 4-4. Das sind alles Schnapszahlen. Ja, und das kannst du dir merken. Also das große, große Fest ist Karneval in Köln. Und ich begrüße recht herzlich Deutsch für die Pflege. Schön, dass du da bist. Schön, dich zu sehen. Und genau, Achim, wunderbar. Der Karneval in Köln beginnt am 11.11. Super, Achim. Sehr, sehr gut. Ihr könnt übrigens auch die einzelnen Sätze in die Kommentare schreiben. Also das, was wir zusammen sprechen, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr noch besser Deutsch sprechen möchtet, dann holt euch auf jeden Fall den kostenlosen Kurs von Deutsch lernen mit Max, nämlich die Max-Methode. Die Max-Methode. Damit habt ihr ein super System zum Deutschlernen. Ich poste euch auch mal den Link in die Kommentare. Checkt das unbedingt aus, das ist kostenlos. Ja, genau. Und ich würde sagen, wir machen einfach weiter mit dem nächsten großen Fest in Deutschland. Das große, große Fest. Und zwar ist das Silvester. 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 Genau. Und Silvester ist ein Fest in Deutschland, das wirklich alle Deutschen feiern. Also Silvester feiert jeder. Und Silvester ist am 31.12. Komm, wir sprechen das zusammen. 3, 2, 1. Silvester ist am 31.12. Silvester ist am 31.12. Genau, du kannst auch sagen, Silvester ist am 31. Dezember. Also am letzten Tag im Dezember. Der letzte Tag im letzten Monat sozusagen. Ja, und Silvester kennst du. Da wird geknallt und da gibt es Feuerwerk. Puh, 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 puh. Und Fontänen. Und Knaller und Böller und alles Mögliche. Und der Himmel ist super hell und es ist einfach nur jedes Mal ein Riesenfest in Deutschland. Ja, ein Riesenfest. Also in Deutschland wird wirklich richtig Silvester gefeiert. Und wie feiert man in Deutschland Silvester? Kleiner Tipp, Leute, natürlich wieder mit Alkohol. Ja, und man hat auch da wieder den bekannten Sekt.
Wie hieß nochmal der Sekt? Wie heißt der berühmteste Sekt in Deutschland? Wisst ihr es noch? Schreibt's mal in die Kommentare. Schreibt mal rein, wie der berühmte Sekt heißt. Versucht euch zu erinnern. Er heißt so wie ein Märchen. Wie ein berühmtes deutsches Märchen. Wenn ihr es wisst, schreibt's in die Kommentare. Ja, und diesen Sekt, den braucht man. Das ist an Silvester ganz wichtig, weil an Silvester gibt es in Deutschland ein Ritual. Ein Ritual, das ist was Positives, ein Brauch oder eine Tradition. Weil an Silvester stößt man an. Man stößt an. Also, das bedeutet anstoßen. Stoßen, anstoßen bedeutet, man macht seine Gläser zusammen. Also, man trinkt ja aus einem Glas und an Silvester, da macht man die Gläser zusammen. Und dann gibt es immer diesen Sound, diesen Gläsersound. Es macht dann immer Kling. Vielleicht kennst du das, vielleicht kennst du diesen Sound, wenn es so klingt. Ja, Deutsch für die Pflege, sehr gut, du weißt es. Die richtige Antwort für den Sekt lautet Rotkäppchen. Genau, Rotkäppchen, das ist der Sekt, den die Deutschen lieben. Also das ist, würde ich sagen, der Sekt Nummer 1 der Deutschen. Und man gießt dann einen Sekt ein in das Glas und dann stößt man an. Das macht man in Deutschland immer. Und vor allem es gibt eine bestimmte Zeit in Deutschland, wo man anstößt. Man stößt in Deutschland eigentlich bei jedem Fest an. Egal ob Geburtstag oder Weihnachten. Oder zum Beispiel auch am 1. Mai. Ganz egal, man stößt immer an. Aber zu Silvester stößt man zu einer ganz bestimmten Uhrzeit an. Nämlich um 0 Uhr. Um 0 Uhr. 0 Uhr. Wann ist denn das? Wann ist 0 Uhr? 0 Uhr ist die Uhrzeit Mitternacht. Also wenn beide Uhrzeiger hier oben stehen auf der 12, wenn es 12 Uhr nachts ist, also der Wechsel von Nacht zu Tag oder von PM to AM oder auch der Wechsel von einem Tag zum nächsten Tag um 0 Uhr. Man stößt also pünktlich um 0 Uhr an. Und in Deutschland gibt es dann immer einen Countdown. Ein Countdown. Also zählen herunter, herunterzählen. Man zählt dann runter. Genau. Und wir machen es jetzt so. Wir sprechen erstmal wieder einen Satz zusammen. Nämlich wir sagen, in Deutschland stößt man um 0 Uhr an. Okay, in Deutschland stößt man um 0 Uhr an. Also, 3, 2, 1. In Deutschland stößt man um 0 Uhr an. In Deutschland stößt man um 0 Uhr an. Genau, natürlich an Silvester. Klar, jetzt nicht jeden Abend um 0 Uhr, sondern an Silvester. Und dann zählt man runter. Das heißt, man zählt in Deutschland immer von der Zahl 10 bis zur Zahl 0. Und ich würde sagen, wir trainieren das jetzt mal. Dann bist du bei dem nächsten Silvesterfest auch bestens vorbereitet. Dann kannst du mitzählen. Genau. Und wir machen das jetzt mal. Okay? Also, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1 und dann beginnt das Feuerwerk, das Riesenfeuerwerk. Und es fliegen Raketen und es geht richtig los. Und alle Deutschen knallen und schießen Fontänen und Feuerwerk in die Luft. Genau, also das würde ich sagen. Ich persönlich sage, Silvester ist das krasseste Fest in Deutschland. Wirklich das absolute Fest in Deutschland. Ja, und das ist so, dass jeder Deutsche dann auch richtig Party macht. Also wenn um 0 Uhr dann gefeiert wird, dann geht das auch noch stundenlang so weiter. Also man feiert dann mehrere Stunden. Man feiert eine Stunde, 2 Stunden, 3, 4, 5, 6, teilweise noch die gesamte Nacht und manchmal auch noch vielleicht viel länger, je nachdem. Und dann gibt es viel Musik und dann wird getanzt und da ist richtig was los, richtig Action. Ja, das ist Silvester am 31.12. Man stößt an um 0 Uhr und es gibt einen großen Countdown, wo man von 10 bis zur 0 runterzählt. Ja, und dann gibt es auch einen ganz bestimmten Spruch. Genau. Einen ganz bestimmten Spruch, also ein Spruch, kennst du vielleicht einen Spruch? Ein Spruch ist sind verschiedene Wörter, zum Beispiel wie eine Redewendung, das ist ein Spruch. Und zwar an Silvester sagt man dann, Prosit Neujahr, Prosit Neujahr, Prosit Neujahr. Oder man sagt auch Prost Neujahr, aber eher Prosit Neujahr. Das ist so ein typischer Glückwunsch für das neue Jahr. Genau, und wir sprechen das mal zusammen. Prosit Neujahr. 3, 2, 1. Prosit Neujahr. Prosit Neujahr. Genau. Oder man wünscht dann auch einen guten Rutsch. Einen guten Rutsch, kennst du das vielleicht? Einen guten Rutsch, das bedeutet, dass man gut ins neue Jahr rutscht. Weißt du, wie ich meine? Ein guter Rutsch ins neue Jahr. Rutschen ist so viel wie im Englischen vielleicht to slide. Das ist rutschen. Also rutschen bedeutet so viel wie oh, ins neue Jahr. Vom alten ins neue Jahr. Und dann sagt man, hey, guten Rutsch! Guten Rutsch! Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Komm, wir üben das mal. 3, 2, 1. Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau. Und so sagt man das dann. Und ja. Das ist auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Also das sind so die Basics. Und wenn dich das interessiert, dann check auf jeden Fall nochmal meinen YouTube-Kanal aus. Ich habe verschiedene Videos zu Weihnachten und zu Ostern und zu Silvester und auch zum Advent. Also ich erkläre dir alle Feste in Deutschland. Und da kannst du noch mal die Einzelheiten ein bisschen besser verstehen und auschecken. Ja, genau, das ist das. Und was auch noch wirklich oft gemacht wird in Deutschland, wenn man feiern geht. Also natürlich, man kann feiern, wenn es ein Fest gibt. Also je nachdem, ja, man kann zu Silvester feiern, am Geburtstag feiern oder wann auch immer. Aber
viele Deutsche und vor allem viele deutsche Jugendliche gehen auch gerne feiern am Wochenende. Am Wochenende feiern. Ja, am Wochenende ist das wirklich in Deutschland so ein richtiger Trend, würde ich sagen. Ja, es ist ein, das machen die Deutschen. Die gehen am Wochenende feiern. Also Wochenende in Deutschland ist Freitag, naja, eigentlich nur Samstag, Sonntag, aber Freitagabend gehen schon die meisten Deutschen feiern. Also du weißt, in Deutschland das Wochenende Samstag, Sonntag. Und ich glaube zum Beispiel, im Iran ist das anders, weil ich merke das manchmal bei Instagram, dann wünsche ich meinen Followern ein schönes Wochenende und dann sagen sie aber, ja Max, bei mir ist im Iran schon wieder der Sonntag, ist schon wieder die neue Woche. Also ich glaube, Sonntag im Iran ist wie Montag bei uns. Also wieder ganz anders. Und da hörst du, es ist wirklich immer ein bisschen unterschiedlich. Ja, genau. Und na klar, das ist ja auch logisch. Es gibt überall auf der Welt andere Traditionen und andere Bräuche. Und ja, und wenn die Deutschen dann feiern gehen am Wochenende, dann ist das so, dass sie oft zum Beispiel in einen Club gehen und also in eine Disco. Und bevor die Jugendlichen in diese Disco gehen, da treffen sie sich vorher. Sie treffen sich und dann gehen sie sie gehen dann in eine Wohnung oder in eine WG, so nennt man das, eine Wohngemeinschaft. Also jedenfalls, die Deutschen trinken nochmal vorher, bevor sie Party machen. Bevor die große Party, die fette Party beginnt, trinken die Deutschen zu Hause. Aber nicht alleine, sie trinken gemeinsam. Sie trinken zusammen. Man nennt das auch Vorglühen. Vorglühen, genau. Also wir können das zusammen sprechen. Vorglühen bedeutet, man trinkt gemeinsam. 3, 2, 1. Vorglühen bedeutet, man trinkt gemeinsam. Vorglühen bedeutet, man trinkt gemeinsam. Ja, so nennt man das in Deutschland, wenn man gemeinsam trinkt. Lustig, das ist echt wirklich lustig. Und Gacha Turtle, hello, greetings to the US. Na klar, ich helfe euch gerne beim Deutschlernen. Und wenn ihr sie noch nicht kennt, checkt die Max-Methode aus zum Deutschlernen. Da könnt ihr sehr, sehr effektiv Deutsch lernen. Und zwar vollkommen for free und kostenlos. Die Max-Methode. Genau. Ja, und Jack ist auch wieder da. Hello Jack, schön, dass du da bist. Und ja Leute, ich muss euch mal sagen, wir sind schon echt eine richtige Gang. Eine richtige Gang. Oder eine Crew, weil jeden Mittwoch seid ihr mit dabei. Und das ist so geil. Das ist übrigens auch ein deutsches Jugendwort. Geil. Geil. Man kann sagen, dass ihr dabei seid. Das ist geil. Das ist geil. Ja, und ich freue mich, dass ihr immer am Mittwoch einschaltet zum Livestream. Und mittlerweile sind wir schon 2500 Abonnenten. 2500 Abonnenten. Also ein Applaus auch für euch, dass ihr dabei seid und dass ihr so fleißig Deutsch lernt. Das ist einfach nur krass. Richtig, richtig krass. Und ja, das Schöne auch daran ist,
dass ihr in diesem Livestream schon Deutsch lernt, nur weil ihr zuhört. Also ihr hört, wie ich spreche und dadurch trainiert ihr euer Hören, euer Hörverständnis. Ihr werdet besser im Deutsch hören. Ja, und ich versuche natürlich auch langsam zu sprechen und ich denke mal, ihr versteht mich auch gut. Und wenn ihr Lust habt, auch noch euer Deutsch zu trainieren, also wenn ihr aktiv Deutsch sprechen wollt, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben und dann machen wir ein Deutschtraining. Eine Stunde Deutsch lernen, one-to-one, also 1:1. Dann machen wir ein persönliches Online-Training und wir sprechen dann auf Deutsch. Eine Stunde und ja, das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Es ist immer eine Riesenfreude und es macht richtig viel Spaß. Wenn du daran interessiert bist, dann schreib mir einfach eine E-Mail an max@deutschlernenmitmax.de. max@deutschlernenmitmax.de. Genau. Ja, und jetzt würde ich sagen, ich frage einfach mal, wie ist das eigentlich bei euch? Wie feiert ihr gerne? Schreibt doch mal ein bisschen in die Kommentare. Wie schreibt man bei euch, wie feiert man bei euch in eurem Land? Was ist zum Beispiel das krasseste Fest, das größte Fest bei euch? Wie feiert man bei euch so richtig ab? Sagt mal. Das würde mich echt interessieren. Genau, ich sehe schon hier von Achim die Bierkrüge aus Delhi. Super. Und Adriana ist auch gut drauf. Super. Adriana hat auch schon die Emojis am Start. Sehr gut. Und ja, das würde mich echt interessieren. Wie feiert ihr? Und was ist das größte Fest bei euch? Schreibt das mal rein. Das würde mich echt interessieren. Ja, also ihr seht schon, ja, okay. Also ja, es ist wirklich überall anders. Und das Feiern ist natürlich auch immer so eine, wie soll ich sagen, ich glaube, es ist wirklich in jedem Land auch verschieden. Jedes Land hat auch andere Gesetze und auch andere Kulturen, eine andere Kultur. Und da feiert man auch ganz anders, klar. Und natürlich, im Moment ist ja Covid und Corona und da ist mit Feiern leider nicht so viel. Aber ich hoffe, dass ich euch heute trotzdem gute Laune bereiten konnte und ihr Spaß habt, dass ihr heute gut drauf seid im Stream. Seid ihr gut drauf? Dann mal Daumen nach oben in den Chat, dann weiß ich, ihr habt heute auch gute Laune. Und ja, natürlich, wir hoffen alle, dass Corona irgendwann vorbei ist und dann kann auch wieder die Party beginnen. Dann gibt es wieder eine fette Party. Ihr wisst es noch, oder? Die fette Party. Ja, und genau, Achim sagt, in Indien gibt es viele Kulturen und Religionen, deswegen haben wir viele Feiertage. Ja, ja, genau, Achim, genau wie in Deutschland, da haben wir auch mega viele Feiertage. Und ich würde sagen, wir wiederholen nochmal ein paar Sätze, die wir heute gelernt haben. Dann kannst du nach dem Livestream direkt gleich noch ein paar neue deutsche Wörter und Sätze trainieren. Okay? Wir fangen an. Weihnachten ist am 24.12. Wir sprechen das zusammen. 3, 2, 1. Weihnachten ist am
24.12. Weihnachten ist am 24.12. Silvester ist am 31.12. Silvester ist am 31.12. Genau, und zu Silvester sagt man Prosit Neujahr, Prosit Neujahr, Prosit Neujahr. Oder man wünscht sich einen guten Rutsch. Ich wünsche dir einen guten Rutsch. Ich wünsche dir einen guten Rutsch. Genau. Und komm, wir sagen auch nochmal, wir feiern eine fette Party. Wir feiern eine fette Party. Genau, super. Und jetzt nochmal zum Schluss den großen Countdown. Den zählen wir auch nochmal, okay? Wir zählen jetzt von 10 abwärts und dann endet der Livestream. Der Livestream endet, okay? Und bevor der Livestream endet, sage ich euch schon mal Ciao. Ich sage Tschüss. Ich sage Goodbye. Ich sage Au revoir und ich sage Auf Wiedersehen. Und bedanke mich auch nochmal. Genau. Ich bedanke mich bei Didi, bei Achin. Super, dass du da warst. Richtig, richtig toll. Und auch bei Adriana bedanke ich mich. Danke, Adriana, dass du mit dabei warst. Und ich bedanke mich auch nochmal bei Jack. Natürlich, Jack, schön, dass du auch mit dabei warst. Und auch noch bei Hasea, schön, dass du dabei warst. Das erste Mal heute im Livestream. Dann bei Ahmed, dann bei Mohammed und Deutsch für die Pflege natürlich, du warst auch wieder mit dabei. Das schöne Ägypten und Grüße gehen raus an Elena. Auch, dass du mit dabei warst, ist richtig schön. Und ja, ihr Lieben, ich danke euch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Nächste Woche Mittwoch gibt es wieder einen Livestream und ihr könnt das Thema mitbestimmen. Welches Thema wollt ihr für den Livestream? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Worüber soll ich sprechen? Was soll ich erzählen nächste Woche Mittwoch im Livestream? Schreibt das mal rein. Und jetzt sprechen wir nochmal den großen Countdown. Den großen Silvester-Countdown. Okay? Es geht los. Also, alle zusammen. Du musst mitzählen. Wir zählen runter von 10 bis 0 und dann endet der Livestream. Okay? Und los. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und auf Wiedersehen. Ciao, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.